Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir auf dem Rückweg waren, um bei MAM reinzuschauen und sehen, dass wir weitere Rezeptoptionen haben. Und zwar können wir jetzt 11 Kabel aus 3 von diesen. Wer ist das Zeug? Moment. Katheriumdraht machen, genau. Also wir können aus 3 machen wir 11 mal Draht und zwar mit Gummi in der Verbindung. Und das ist, glaube ich, mit das beste Rezept, was ich jetzt finde gerade. Das hier ist etwas aufwendiger, ist also somit weniger sinnig. Vor allem bringt es auch viel weniger. Aber warum sollte man das nehmen wollen? Ich weiß es nicht. Vielleicht Reststoffe verbrauchen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir das jetzt gelernt und hauen direkt den nächsten Hard Drive rein. Und gucken mal, ob wir vielleicht ein paar Motoren mitnehmen können. Ich habe zwar noch ein paar mit, aber ja. Es kann ja nie schaden, welche mitzunehmen, um nochmal ein paar aufzumachen. Und ja, sind gar nicht so wenige, ne? Ach, wisst ihr was? Ich packe mir hier den 50er rein, packe die 12 da rein. Dann rattert das hier ein bisschen nach. Gut geguckt. So, 24, 25. Ah, es rattert schön. Vielleicht nach. Ich glaube, ich sollte hier vielleicht die Laufbänder echt mal so langsam alle upgraden, damit die Produktion auch einfach schneller vonstatten geht, weil alles, was ja draußen ist, ist draußen. So, 33 Motoren. Mal gucken, was wir alles damit öffnen können. Fehlt auch nur ein Ding. Nee, ich gucke schon, dass ich so. AI, fällt mir gerade ein. Was brauche ich denn für die AI-Limiter? Wobei, hier, ich brauche die Knifte in der Hand. Falsches Teil. AI-Limiter, ne? Und mehr DNA herstellen und hast du nicht gesehen. Irgendwo war es doch. Da AI-Limiter. Dafür brauche ich Kupfer und Quickwire. Ja gut, das kann ich schnell mal machen. So, wenn ich sowieso gerade hier bin, wieder alles hier rein in der Art. So. Die Kühlelemente nach wie vor hier rein. Die brauche ich bestimmt später für irgendwas. So, Kupfer und Quickwire. So, Reste kann ich auch sonst wie verwerten wieder. Oder einfach halt wieder reinklatschen in dem Häcksler. Der übrigens, glaube ich, auch wieder anfangen darf zu laufen, ne? Warte mal. Gucken wir mal nach. Muss ich ja sowieso wegen den Biota. Ja, der muss wieder laufen. Gummi staut sich nämlich komplett auf. Das heißt, ab dafür. Kriegt Strom. Ja, und Plastik läuft dadurch nämlich auch ein bisschen aus. Weil Gummi wird weniger gebraucht als Plastik. Ja. Jetzt rattert das hier natürlich nach. Das dauert jetzt eine Zeit. Immerhin wird Plastik jetzt hochgepusht wieder. Und ja. Gut, dann machen wir jetzt AI-Limiter ganz schnell. War genügend, um was weiß ich was zu machen. Nee, ich guck mal, wie viele ich da rauskriege und dann zische ich sowieso los. Wobei ich glaube, ein bisschen Quickwire muss ich noch holen, oder? Ich weiß nicht, ich sehe es gleich. Also 20 schaffe ich auf jeden Fall. Das steht fest. So, und dann gehe ich halt zum AI-Limiter-Kram erst und dann zu den anderen Sachen. Weil ich die halt, ja, so von der Logik her sehe. Okay, krass. Hätte gar nicht damit gerechnet, dass ich 25 rauskriege. Okay. Also. Rotatoren brauche ich auch. Warte mal. Stimmt ja. Wie viel ist schon verarbeitet? Sehr schön. Dann kann ich die
restlichen Kuppersheets hier reinpacken, die werden aufarbeitet. Rotatoren kann ich 25 machen. Mache ich dann auch. Dann mache ich das eben schnell fertig. Werde mir gleich dann aber nochmal Stangen holen. Und ja, dann geht es aber auch los. Von daher bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Jetzt muss ich mir nochmal eben Stangen holen. Meine restlichen Stangen, die ich gerade habe, packe ich hier rein. Ja gut, oder die Schrauben halt stattdessen. Dann packe ich hier die Stangen rein. Ist auch besser, weil hier gerade leer läuft. Also voll läuft, meine ich, so rum. So, ein 200er Stack, Platten. Nehme ich mir auch raus. So. Wie viele Rotoren brauche ich denn? 21. Ist das alles? Warte. 21. Oh, hier sind nur 4 Motoren verlangt. Also hier die 2 hole ich mir auf jeden Fall. Hier 3 AI-Limiter. 4 Computer. Und hier die Klinge. Okay, ich muss eine richtig große Kurve fliegen. Also das wird interessant. Ich nehme mir mal eins der Computer mit, einfach aus Prinzip. Ich kann die ja... Ja, so ein Stack von denen, die ich habe. Und ja, dann fange ich, glaube ich, mal am besten... Wo ist es da? Bei den 10 Motoren an. Wie das Prinzip des einfach geradeaus Prinzips, ne? Also einfach in einer geraden Linie, um so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen, was halt das erste angefokuste ist, und dann geht es in einer großen Kurve zu den anderen. Das heißt, ich hole mir jetzt wieder viel mehr Platten, als ich aktuell verarbeite. Was ja auch gut ist, weil so ist der Gewinn höher als der Ausschuss, sag ich mal so. Oder wie man sagen würde. Hm, hier kann ich nicht sliden, hier auch nicht. Ah, okay, das war... Da wurde ich wieder irgendwie ausgebremst, oder? Kann das angehen? Okay, Moment. Wenn die Limiter dichter sind, nehme ich natürlich auch die Limiter zuerst. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall brauche ich noch eine ganze Menge an Motoren für den anderen Kram.
Gut, MAM ist ja fertig, ist in Ordnung. Okay, ich muss hier jetzt echt hochklettern. Oh, gut, dass ich die noch mit habe. Ich brauche noch ein bisschen Strom und dann geht's. Sehr cool. Okay, nicht runterfallen ist die Devise. Bitte, danke. Ein, zwei Heater. Okay, warte mal, was ist das da? Das sieht interessant aus. Ist aber nichts Besonderes, ist halt der Standardkram. Okay, hatte ich den überhaupt auf dem Schirm? Nee, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hier sind die 30 Limiter, hier sind. Da sind die AI-Dinger. Also tatsächlich da drüben. Das heißt, den hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt hier. Hier noch mehr Items. Da. Circuit Board. Nochmal Circuit Board. Okay, also. Was? So, da drüben oben ist der AI-Limiter-Kram. Natürlicherweise auch in relativer Nähe zu uns. Okay. Sehr schön. Aber okay, das ist echt krass. So. Dann nehme ich mal uns wieder aus dem Bild. Nimm die AI-Limiter weg. Dann sind hier die vier Computer, die noch gebraucht werden. Wo, wo, wo? Da. Ah, sehr schön. Hier ist dann noch das. Sehr schön. Dann können wir den hier auch wegnehmen. Remove Marker. So. Dann kommt die Geschichte mit den ja bereits erwähnten Motoren. Guck mal jetzt wirklich, ob hier noch irgendwas liegt. Okay, aber nein. Hier ist halt wirklich. Oh doch, da oben. Da vorne. Kupferdraht. Deswegen lohnt es sich manchmal doch, manche Stellen häufiger zu besuchen, Leute. Einfach mal machen. Schaden kann es euch nur, wenn ihr ja zu faul seid, sag ich mal so. Oder kann es so weiter anders gesagt, wenn ihr halt keine Lust habt, das zu sammeln. Thank you.
Gut, was sagt die Zeit? Muss ich ja ein bisschen im Blick behalten, da ich jetzt gerade kein timerartiges Ding mehr machen kann gerade. Also ich habe kein MAM 2.0, ne? Deswegen grandioserweise reines Nachdenken. Thermische Quelle, okay. Okay, hier könnte auch noch irgendwas herumliegen. Deswegen schön Augen aufhalten. Okay, und versuchen halt nicht abzustürzen. So, das sind die Motoren. Ach, wir haben 50 mit, nicht 30. Okay, ja gut. Dann könnten wir eventuell noch ein, zwei mehr machen. Auf jeden Fall remove ich den mal. 35 ist zu viel, 30 ist zu viel, finde ich 30 ist da auch zu viel. Das Black Powder Ding habe ich noch nicht. Motor, Rotatoren. Ja komm, dann nehme ich das da hinten, dieser für vier Motoren. Das heißt, ich muss ganz ans andere Ende, ne? Aber hey, warum nicht, ne? Okay, hier ist nichts. Also einfach Tempo in die Richtung halten. Ich glaube, höher kann ich eh nicht mehr. Also ich bin, glaube ich, schon am relativ höchsten Spot. In Anführungszeichen, ne? Natürlich werde ich noch, wie gesagt, weiter gucken, da ich hier noch zwischenzeitlich vielleicht ein paar Dinger finde, aber ich glaube, ich habe alles ziemlich klar auf Karte markiert und auch gefunden. Wenn sich doch noch was ergeben sollte, okay, finde ich gut, finde ich prima, aber ansonsten sollte alles, wie gesagt, markiert sein. Also, versteht mich nicht falsch, also wenn ich auch gerade relativ monoton das ausrede, also hier so. Als wäre das richtig langweilig. Es ist halt wirklich trotzdem ein spannendes Spiel. Also so ist nicht. Ah, da sind noch ein paar Schnecken, ne? Okay. Die Ecke an sich könnte noch interessant sein, nochmal zu untersuchen. Sollte ich mir vielleicht mal vermerken. Aber gut, hier kommt man ja eh nochmal so zwei, dreimal vorbei, also.
kein Punkt, wo ich jetzt wirklich gezielt sagen muss, okay, Markierungen setzen, sondern einfach so finden werde. Genauso auch da hinten. Gut, da ich sowieso in diese Richtung unterwegs bin, kann ich das auch so mitnehmen. Diese Prüfstelle da, sag ich mal so. Fliegt da gerade das Teil, was sonst immer über meine Basis weg hovert, oder ist das ein zweiter? Na gut, was steht da oben auf diesen, was aussieht wie eine Rippe, also Knochen, ist tatsächlich eine gelbe Schnecke und die möchte ich ganz gerne mitnehmen. Weil wenn ich schon in der Nähe bin, dann aber auch wirklich ausnutzen. Oh, interessant. Könnte es sein, dass ist auf jeden Fall auch eine Schnecke. Ich nenne die Dinger jetzt einfach Schnecke, damit man weiß, okay, du meinst dieses Objekt XY. Gut. Aha. Na gut. Da ich da irgendwie so nicht an sich weiterkomme und ich hier gerade zu viel Schwung hatte, geht's hier einfach wieder raus. So, wo ist die Schnecke dran? An dem da vorne. Okay. Sonst habe ich hier nichts, was ich auf die Schnelle sehe. Nach hinten raus irgendwo grandioserweise ging das Richtung die Öffnung. Irgendwo hier muss das ja sein. Da ist es. Das heißt, grandioserweise wird man hier auf dem Feld herumgelotst. Na gut, wir gehen einfach weiter zu dem Motor-Ding. Was nochmal lustig sein wird, ist, wenn ich nochmal die ganze Umgebung abchecke mit dem Scanner und dann sich vielleicht ergibt sogar noch so, oh ja, hier, da ist noch ein Hard Drive. Wo ich mir dann so denke, what? Habe ich das nicht überprüft? Das wäre halt so das Witzigste, was passieren könnte und würde. Sein würde, könnte. Ihr wisst, was ich meine. Gut, ich bin nun auch nicht der Gründlichste, ne? Das steht auch fest. Ich laufe schon mal gerne an das eine oder andere vorbei. Aber wenn dann wirklich beim finalen Punkt, so das ist so schon wieder was gefunden, dann ist das irgendwo dann auch schon lächerlich. Kann ich auch nicht abschießen. Na gut. Wird wohl wieder eine meiner Masken ein wenig in Mitleidenschaft gezogen oder auch nicht, weil gerade noch rechtzeitig wegschienen uns. Okay. Sind die vier Motoren gewollt da drüben irgendwo? War das nicht das? Ah, ich glaube, das war das ganz hohe Ding, ne? Das heißt, dafür muss ich sowieso erstmal noch ein bisschen mehr an Höhe gewinnen. Und das war auch das, wo ich mich am meisten geärgert habe, da ich jetzt nicht gerade vier Motoren, weil die kriegt man ja wirklich fast überall mit hatte. Also in dem Moment hätte ich sie ganz gerne gebraucht. Oder gehabt, sagen wir lieber so. Aber ich glaube, ich schaffe das da hoch. Hat zwar so gemeint, okay, ich muss beim nächsten Mal wahrscheinlich bauen, aber ich glaube. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, brauche ich gar nicht bauen. Ne, genau, ich glaube, man kann links rum tatsächlich eher hoch als rechts, oder?
Ja, genau, hier sehe ich das auch gerade. Aber wesentlich mehr Fläche, aber naja, wirklich hoch. Oder? Kommen wir hier an der Seite irgendwie hoch? Ah ja, anscheinend schon. Okay, also man muss den Berg von hinten rum hochklettern, so ungefähr. Hört sich komisch an im ersten Moment. Ist aber allerdings tatsächlich die Tatsache. Dann geht das hier weiter. Nee, warte, 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 warte. Geht das vielleicht in die andere Richtung wieder weiter? Man muss ja wirklich so ein bisschen 180 Grad Wendung denken. Ja, hier. Guckt mal an. Hier kommt man dann längs. Dann hier durch und dann kommt man schon an. Oh Gottes Willen. Das war ja. Da habe ich mich ja unnötig abgestrampelt das letzte Mal, ne? Das ist ja richtig grandios. Ganz groß grandios. So. Also, vier Motoren ab dafür. Da haben wir den Hard Drive jetzt auch. Und zu guter Letzt. Einfach weil wir es können und weil ich gerade Lust drauf habe, sprengen wir hier nochmal. Weil jetzt wäre es lustig, wenn dann so sehe. Oh, vier Motoren. Na gut. Dann ist das einfach so, dass es so ist. Dann können wir das auf jeden Fall entfernen. Was sagt unsere Zeit? 27 Minuten. Eigentlich müsste ich jetzt gleich mal Schluss machen. Was ich aber natürlich noch ganz kurz testweise gucken würde. Tatsächlich einfach aus Interesse halber. Was eigentlich da oben ist, weil jetzt gerade sehe ich nämlich, dass man hier auch hoch kann. Vielleicht war ich auch schon oben. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Da müsst ihr mir kurz mal verzeihen. Ah ja, doch, ich glaube, ich weiß es wieder. Uran, ne? Das war doch, glaube ich, hier oben irgendwo. Genau, deswegen habe ich ja. Aber das werde ich nicht von hier hinten bis da vorne befördern. Also da werde ich mir eine Transportdrohnen-Ding basteln. Gibt es ja auch. Sorry fürs Spoilern. Ich habe ja das Let's Play noch nicht so weit, aber trotzdem. Das werde ich mir nicht irgendwie abmühen, mit einem Laufband bis zu mir hin zu befördern. Geschweige denn, ich glaube, ich ba baue das Ganze auch gar nicht erst bei mir, sondern wird eher gesagt dafür sorgen, dass der Strom zu mir gefördert wird. Das heißt, ich werde gleich vor Ort Ding aufbauen und dann erst bei mir den Strom empfangen, sag ich mal so. Das wäre, glaube ich, das am logischsten. Ja. Einmal durchgerutscht. Jetzt sind wir verstrahlte Space Cowboys, wollte ich gerade sagen hier. So. Rotatoren ist in die Richtung. Okay, guckt mal einfach, wie großartig das Spiel aussieht. Also ich muss es nochmal sagen, es ist halt ein gigantisches Spiel, was so gut läuft, ne? Besser kann es gar nicht sein. Na gut, ich bedanke mich aber, wie gesagt, erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich logischerweise beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus, haut rein und ciao. Tschüss.